Weise Hohlräume, und in diesen Hohlräumen sind dann sehr häufig irgendwelche Borkenkäfer, Larven. Dann nagen die Tiere diese Gänge auf, und da sie ja die Larven auch verstecken, holen sie dann diese Larven mit diesem Finger raus. Das heißt, sie stecken den Finger in diese Gänge und stochen rum und ziehen es raus und poolen es aus und legen das dann ab. Ja. Und auf diese Weise, das machen sie allerdings damit auch unbeliebt, weil auf diese Weise fressen sie auch Kokosnüsse. Die nagen also auch dann die Kokosnüsse auf an Augen, gehen dann rein, poolen das Innere auf, fressen es aus. Auch Eier oder sowas machen sie auch auf diese Weise. Und diese Fingertiere sind also wurden lange aufgrund dieser wirklich abstrusen Lebensweise gar nicht für so richtige Primaten gehalten, sind es aber wohl doch. Das ist insofern ein bisschen problematisch, wenn man die Tiere sieht. Sind schwarz, sie haben riesige Ohren. Also ich kenne kein Tier, das vergleichbar große Ohren hat. Vielleicht am ehesten wie ein Cockerspaniel, dem man die Ohren aufgestellt hat. Und weil diese Ohren brauchen sie auch, um die Beute zu orten, also die dann in den Baumstämmen drin lebt. Sie sehen sie nicht. Sie sehen sie nicht, die hören sie, ja. Und wie gesagt, es sind schwarz, sie sind auch von der Behaarung her anders, sind mehr eher Krallenhaare als sehr steife Haare. Und wenn man die Tiere, sind nachtaktiv, wenn man sie bei Nacht sieht, es ist schon nicht grauslich, aber anders, also völlig unerwartet. Und diese Tiere sind deshalb bei der lokalen Bevölkerung bedeuten sie entweder Unglück, und sie werden dann gejagt und getötet, aber nicht gegessen. Sie werden dann offiziell beerdigt, wie ein Mensch auch. Und in wieder anderen Bereichen möchte man die Tiere nicht haben, tötet sie auch, beerdigt sie aber auch nicht, sondern man trägt sie dann von einer Gemeinde zur nächsten. Und auf diese Weise ist gerade vor ein paar Jahren ein totes Fingertier über 300-400 Kilometer durch halb Madagaskar getragen worden, weil jeder Stamm oder jede Gemeinde wollte dieses Tier nicht. Man darf es aber auch nicht einfach wegschmeißen, sondern man muss es dann außerhalb der Gemeindegrenzen bringen und hat es dann dort deponiert, und dann hatte die nächste Gemeinde den schwarzen Peter, anders kann man es nicht nennen, und musste ihn dann wieder weitertragen. Und auf diese Weise 500 Kilometer, ja? Ja, also, ja, hat die Leiche viel, ja, eine Wanderschaft angetreten. Ja, es hat also mehrere Wochen, Monate gedauert, war weitgehend humidifiziert am Ende, aber... Aber wenn man es einfach liegen ließe, dann käme das Unglück über die Gemeinde. Ja, ja? Ja. Also man muss schon sorgfältig damit umgehen. Ja. Sie sagen ja, dass Madagaskar für Sie so ähnlich interessant ist wie die Galapagos-Inseln seinerzeit für Darwin. Ja. Ja? Denn auf Inseln, also in der Isolierung, ist die Chance, dass Arten sich rasch bilden, ja, nicht? Am größten. Und zwar die Vielfalt ist eine Sache der Inseln. Gondwana war nicht viel Vielfalt. Ach, da war sicherlich auch sehr, sehr viel Vielfalt, aber vielleicht auf größerem Maßstab. Ja. Ich glaube, was wir bei Inseln bis heute eigentlich nicht so richtig verstehen, ist, wir haben auf Inseln sehr, sehr kleine Artenareale. In Europa, wenn Sie sich ja die Arten anschauen, die wir hier haben, die gehen von Spanien bis in den Kaukasus und haben einfach sehr, sehr große Gebiete. Auf Madagaskar haben wir innerhalb von 10, 20 Kilometern einen völligen Artenwechsel, und keine Art ist so wie vorher, wie ein paar Kilometer weiter südlich oder nördlich. Also das Faszinierendste, was wir in Madagaskar vielleicht haben, ist ein Gradient, der von Wüste bis zum immergrünen Regenwald geht, und das auf einer Entfernung von 5 bis 10 Kilometern. Sie gehen morgens los. Ja, das heißt, sie gehen nach dem Frühstück los, am besten vor dem Frühstück, weil es sonst zu heiß wird. Und sie laufen in der Wüste los, in der Halbwüste, Dornbusch ist es eher. Das sieht vielleicht vergleichbar mit den Kakteenwüsten in Neumexiko oder Arizona. Und man läuft dann los, und es wird immer, der Wald wird dichter. Der wird dann, die Dornformation wird ersetzt durch Trockenwälder, die zum Beispiel durch Affenbrotbäume charakterisiert sind, also riesige Bäume, die Wasser speichern. Und sie laufen dann noch mal eine halbe Stunde und stehen im Regenwald und schnipsen sich dann die Blutegeln von den Fingern. Und das ist natürlich ein immenser Gradient, der jetzt insofern auch unheimlich spannend geworden ist, weil wir dort untersuchen können, wie passen sich denn einzelne Arten an. Und was bedingt jetzt, dass eine Art in einem Gebiet noch leben kann, aber 1 Kilometer weiter nicht mehr?
und welche Anpassungen, welche Vorteile hat die eine Art gegenüber der anderen, wenn sie hier eben lebt und die andere nicht. Und das ist, wird insofern jetzt auch spannend, weil wird das anhand dieses Gradienteneffekte von Global Warming natürlich sehr, sehr genau untersuchen können. Und wir können dann sehen, wie ziehen sich Arten zurück, wie breiten sich andere Arten aus. Und das bildet für uns dann ein Modell dafür, was auch während der Eiszeiten passiert sein kann, wie man sich überhaupt vorstellen kann, dass diese Artenvielfalt entstanden ist. Wir wollen ja zwei Dinge. Wir wollen zum einen mal natürlich diese immense Vielfalt erhalten und schützen. Aber was natürlich aus Sicht der Grundlagenforschung extrem spannend ist, ist zu wissen, wie konnte denn sowas überhaupt zustande kommen? Wie entstehen denn Arten? Wie können Arten, wenn sie mal einmal entstanden sind, sich als Arten behaupten? Warum werden sie nicht wieder von anderen Arten durchmischt? Und dann gibt es Hybride und dann hat man wieder eine große Art. Und da bieten sich eben Inseln offenbar an. Warum das auf Inseln so ist, ist ein weiterer Punkt, der bisher aus meiner Sicht viel zu wenig erforscht worden ist. Man nimmt es so ein bisschen als gegeben hin. Inseln sind artenreich, es gibt viele Endemiten. Aber warum denn eigentlich? Und das ist letzten Endes Biogeografie. Das heißt, man muss erst mal beschreiben, wo ist denn eigentlich was? Und das ist auf Madagaskar natürlich für in heutiger Zeit ein das gelobte Land, weil man ganz, ganz wenig wusste. Und eigentlich überall, wo man hinkam, war es neu. Und wir haben jetzt noch Gebiete, wo die Studenten hingehen, die haben und die gehen in die Dörfer und die haben noch keinen Weißen gesehen. Also so, das gibt es selbst auf Madagaskar noch und das ist gar nicht so weit weg dann. Das heißt, es gibt hier unheimlich viel Neuland und wir mit unseren Kooperationspartnern kommen ständig neue Arten dazu, sodass wir da erstmal einmal dokumentieren müssen, was gibt es denn eigentlich. Und dann im nächsten Schritt interessiert uns dann, wie sind die stammesgeschichtlichen Zusammenhänge, also wer stammt denn von wem ab, wer ist mit wem verwandt, wie muss man sich diese Kolonisierung oder diese Aufteilung denn vorstellen. Und dann geht es in Richtung der Mechanismen, also welche Mechanismen, welche Stoffwechselanpassungen hat es gegeben, damit diese einzelnen Arten sich voneinander trennen können. Und wir gehen dann weiter auf die genetische Ebene, sodass wir wissen wollen, welche Art kann sich denn zum Beispiel gegen Parasiten besonders gut wehren, welche Parasiten gibt es im Regenwald, welche Parasiten gibt es im Trockenwald und warum kann jetzt eine Art, die im Regenwald sehr gut lebt, aber nicht mal in den Trockenwald rein. Was kostet das? Also was kostet das Leben in unterschiedlichen Lebensräumen und welche genetischen Konsequenzen hat es dort, welche auch wieder genetischen Voraussetzungen müssen sie mitbringen, damit sie dort leben können. Und das ist einfach so ein Paket, das uns dann interessiert. Und das versuchen wir jetzt auch immer mehr in Naturschutzkonzepte mit einzubringen, weil wir glauben, dass wir ein bisschen verstehen, wie die Tiere funktionieren und was sie brauchen, was sie nicht brauchen. Und wie man dann entsprechend eben auch diese Naturschutzkonzepte angehen sollte, um dann einen möglichst effizienten Schutz zu erreichen. Wenn Sie mir nochmal beschreiben, was Lemuren für Eigenschaften haben. Ja? Sie sagten, maispflanzenfressend, ja? Nachtaktiv, eine Mehrheit davon. Ja. Ja? Also Lemuren sind wie gesagt Primaten. Ja. Und Primaten sind dadurch gekennzeichnet, dass sie Nägel haben und keine Krallen. Und also das ist ein Merkmal. Dann ein zweites Merkmal ist, dass die höheren Primaten haben keine feuchten Nasen mehr, sondern trockene Nasen. Und das hängt damit zusammen, dass sie mehr Augentiere geworden sind, während die Vorfahren waren eher auf Geruch ausgerichtet. Und diese Lemuren haben noch diese feuchten Nasen, also sind auch noch sehr viel mehr Geruchstiere als wir. Sie haben dann die richtigen Primaten sind dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Daumen haben, der opponierbar ist, also der, mit dem man greifen kann. Das können die meisten Tiere nicht, und da ist der Daumen einfach so parallel und man greift dann so. Und diese Art der Flexibilität ist bei Lemuren vorhanden, aber nicht so wie bei den richtigen Affen. Also wir sind hier irgendwo in der Zwischenstufe. Die können den Daumen nicht in Gegenstellung bringen. Sie können sie, aber noch nicht so effizient wie die richtigen Primaten. Das klappt noch nicht so ganz. Diese Lemuren haben zum Teil sehr, sehr seltsame deutsche Namen, von denen man nicht so richtig weiß, wie sie denn zustande gekommen sind. Also der Rattenmaki ist ein etwa rattengroßer Lemur, der braun ist, der auch räuberisch lebt.
sieht eigentlich ganz, ganz putzig aus, wie eigentlich schon wie so ein kleiner Teddybär, ein bisschen spitziger.